Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Der Sommer ist da, es ist heiß, es gibt viele Beeren, viel Obst. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal einen ganz einfachen Kuchen und zwar einen leckeren Streuselkuchen mit Obst. Und da könnt ihr einfach das Obst eurer Wahl nehmen. Der Kuchen ist sehr schnell gemacht und schmeckt super, super lecker. Ich mache ihn sehr oft. Er ist auch toll geeignet, um ihn zu einer Party mitzubringen. Und alle stürzen sich dann drauf auf die leckeren, knusprigen Streusel und darunter das leckere, frische Obst und der Boden. Und es ist kein Hefeteig, sondern ein normaler Kuchenteig. Das Rezept findet ihr wie immer hier unten in der Infobox verlinkt. Auch gerne hier oben auf dem kleinen i, da könnt ihr direkt drauf surfen. Und wir starten gleich mit der Zubereitung unseres Teiges. Es ist ja ein Blechkuchen, deswegen haltet euer Blech bereit. Und den Ofen heizen wir uns vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Für den Kuchenteig unten brauchen wir ein Paket weiche Butter, 200 Gramm Zucker. Ich nehme noch etwas Vanillezucker dazu, immer so 2 Teelöffel ungefähr. Den mache ich mir selber, indem ich einfach Vanilleschoten mit Zucker in ein Glas gebe und das ein bisschen stehen lasse. Und schon habe ich einen tollen Vanillezucker. Optional und zur Intensivierung des Geschmacks könnt ihr noch etwas Vanillepaste hinzufügen. Ich gebe immer so ungefähr einen Teelöffel dazu. Dann schmeckt es noch intensiver nach Vanille. Dann reibe ich mir noch eine Zitrone ab. Und den Saft brauche ich nachher, um meine Äpfel zu beträufeln, damit sie nicht braun werden. Einfach für den schönen, frischen Geschmack im Sommer ist so eine Zitrone immer ganz lecker im Teig. Und wenn ihr nicht die ganze Zitrone nehmen wollt, dann könnt ihr den Rest auch auf ein Tellerchen abreiben und euch trocknen. Und so habt ihr dann immer getrocknete Zitronenschale daheim. Sehr schön. Und das alles jetzt cremig verrühren. Die Butter sollte wirklich sehr schön weich sein, damit das so schön cremig wird. Ruhig länger schlagen, 5 bis 10 Minuten, dass die Butter wirklich die Farbe wechselt nach weißlich und dann erst die Eier einzeln unterrühren. So schön cremig sollte die Masse aussehen, also wirklich 5 bis 10 Minuten rühren. Ich habe jetzt 5 Minuten gerührt. Der Zucker soll sich schön mit der Butter verbinden. Die Butter soll schön weißlich aufgeschlagen sein. Und jetzt können wir einfach der Reihe nach die zimmerwarmen Eier unterrühren. Ich habe L-Eier, ihr könnt aber auch M verwenden. Dann vielleicht noch einen Schuss Milch hinzu, falls der Teig noch nicht richtig sein sollte. Eins nach dem anderen dazugeben und immer richtig schön verrühren. So eine Minute ungefähr, bevor wir das nächste Ei dann dazugeben. So mache ich das jetzt mit allen 5 Eiern. Natürlich ab und zu runterkratzen, dass wirklich alles mit verrührt werden kann. Und beim letzten Ei wird die Masse meistens so ein bisschen grisselig. Das macht nichts. Wenn das Mehl hinzukommt, ist alles wieder in Ordnung. Wir brauchen 350 Gramm Mehl und 2 Teelöffel Backpulver. Das gerade miteinander schön verrühren, damit das Backpulver gut verteilt ist. Ihr könnt auch 4 Teelöffel verwenden, aber ich habe den Geschmack von Backpulver nicht so gerne im Kuchen. Deswegen nehme ich immer lieber weniger. Gerade darüber geben. Am besten in 2 Portionen einfach noch gerade unterheben. Möglichst zügig, nicht lange rühren. So, und noch den Rest hinzugeben. Und ebenfalls unterheben. So, und wenn sich alles verbunden hat, dann auch nicht so lange weiterrühren, sonst wird der Teig zäh, nicht so luftig, wie er sein könnte. Einfach noch den Rest mit dem Schaber unterarbeiten. Und sollte der Teig euch zu dick sein, dann könnt ihr einfach noch einen Schluck Milch hinzugeben. Schauen, dass auch von unten alles gut miteinander verbunden ist und dass der Teig am Ende reißend vom Löffel fällt. Man fragt sich immer, was das ist. Ja, es ist so einfach so ein zäher, dicker Teig. So ist er richtig. Und den geben wir uns jetzt auf unser Backblech und dann kümmern wir uns um das Obst. Ihr seht, ich habe ein ganz normales Backblech und das habe ich mir mit Backpapier ausgelegt. Und da kommt jetzt unser Teig einfach drauf. Wunderschön. So ein leckerer Teig. Ich liebe den einfach.
duftet auch lecker nach Vanille und Zitrone. Natürlich glatt streichen. Wunderschön, ich liebe diesen Kuchenteig. Wir kümmern uns um unseren Belag. Ich habe jetzt hier einfach Johannisbeeren, aber ihr könnt auch eine Beerenmischung verwenden, wenn ihr die im Tiefkühler habt. Und die zupfe ich mir einfach gerade hier mit der Gabel von den Stielchen ab. Das ist ein bisschen aufwendig, aber so geht es halt am besten und am einfachsten. So, und die Äpfel, die schäle ich mir. Und da habe ich jetzt 3 bis 4 Äpfel, ganz wie ihr das wollt oder was ihr da habt. Auch mit Pflaumen schmeckt dieser Kuchen fantastisch lecker. Den Apfel natürlich entkernen. Und dann schneide ich mir den in kleine Stückchen. So ungefähr. Und damit die Äpfel dann nicht braun werden, kommt dann einfach noch der Saft der Zitrone dazu. Und ich verwende immer so ungefähr 1 Kilogramm Obst, manchmal auch 1,2. Je nachdem, wie gesagt, was ich einfach da habe. Wenn man säuerliche Äpfel da hat, ist es wunderbar. Oder auch im Herbst dann die Pflaumen und alle möglichen Beeren, die man so im Garten hat. So, noch Zitrone darüber. Ich mache immer die ganze. Kann man auch zwischendurch machen, wenn man die Äpfel schützen will vor dem Braunwerden. Einmal kurz alles miteinander vermischen natürlich, damit es dann schön gleichmäßig auf unseren Teig gegeben werden kann. Reicht auch schon. Und da ist unser Backblech. Und da geben wir das jetzt einfach schön gleichmäßig drauf. Bisschen noch verteilen, die Ränder natürlich nicht vergessen. Und wenn ihr den Kuchen ohne Streusel backen wollt, dann geht das ganz genauso. Dann vielleicht etwas weniger Füllung verwenden, etwas weniger Obst und es gerade einfach obendrauf so ein bisschen eindrücken und dann backen. Oder auch den Teig schon mit dem Obst dann am Schluss vermengen. Das geht auch. Alles ist verbraucht. Perfekt, das stellen wir gerade noch beiseite und kümmern uns um die Streusel. Für die Streusel benötigen wir 250 Gramm Mehl. 120 Gramm Zucker, da auch wieder etwas Vanillepaste oder Vanillezucker. Ich gebe da gerne so einen Teelöffel ungefähr dazu. Und natürlich die Butter in Stücken, und zwar 150 Gramm. Die sollte kalt sein und das vermixen wir uns einfach jetzt zu einer schönen krümeligen Streuselmasse. Und sobald ich so eine sandige Masse habe, mache ich ganz gerne mit den Fingern einfach weiter. Zwischen den Fingerspitzen einfach die Masse so ein bisschen drücken, dass Streusel entstehen. Einfach so ein bisschen durchkneten, bis der Teig sich so ein bisschen verbindet und einfach so schön streuselig wird. Das ist übrigens so, wie meine Großmutter es mir beigebracht hat. So werden Streusel gemacht. Mit den Fingerspitzen. Das weiß ich noch ganz genau, habe ich bei ihr in der Küche gesessen und dann hat sie mir das gezeigt. Da machst du immer so, hat sie gesagt. Und dann hast du deine Streusel. Für mich sind die Streusel jetzt genau richtig. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wir können sie auf unserem Obst, auf dem Kuchen verteilen. Wunderschön sieht es aus. Ich liebe einfach Streuselkuchen über alles. Meine Kinder flippen auch immer aus, wenn es wieder einen Streuselkuchen gibt. So, wenn alles so schön verteilt ist, dann kann der Kuchen gebacken werden und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze in der Mitte des vorgeheizten Backofens. Geht auch im unteren Drittel, so ungefähr 50 bis 60 Minuten. Nach 50 Minuten sieht der Kuchen wunderschön aus, schön goldbraun gebacken, die Streusel schön knusprig und ich lasse ihn jetzt ein bisschen abkühlen und dann werde ich ihn schon gleich lauwarm für euch probieren natürlich und den Rest werde ich dann für eine Party mitbringen.
gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. So, dann nehme ich mir mal ein Stück, und zwar das größte natürlich, weil es so lecker ist. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Richtig schön. Saftig und knusprig und fruchtig zugleich. Sehr lecker. So, dann probiere ich für euch diesen wunderschönen Obststreuselkuchen. Einfach traumhaft lecker. Ich sage euch, müsst ihr nachbacken. Super schön fluffig und knusprig. Solltet ihr ausprobieren, schmeckt traumhaft lecker. Das war der leckere Obststreuselkuchen. Ein tolles Rezept, sehr wandelbar und über die Jahreszeiten immer wieder muss er gebacken werden, zumindest bei uns im Haus. Ich hoffe, euch hat das Rezept auch gut gefallen. Ihr probiert ihn einmal aus. Dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Da freue ich mich immer sehr. Ich freue mich natürlich auch über eure Fotos. Die könnt ihr mir auf Facebook oder Instagram posten. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch, wie gesagt, den Link zum Rezept. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder um 10 Uhr mit einer neuen Torte oder einem neuen Kuchen. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Backen und tschüss!